1:1 lassen sich die gestiegenen Herstellungskosten bislang noch nicht an die Kunden weitergeben. Für die Zukunft wird es allerdings Preiserhöhungen geben. Lutz Heiser, SWR Wirtschaftsredaktion. Gezeigt 12.04 Uhr. SWR 1, der aktuellste Verkehrsservice für Rheinland-Pfalz. Vorsicht bitte immer noch auf der A61, Spalten Richtung Koblenz. Wo sind wir denn hier? Was passiert denn hier? Wir sind hier im Außenlager und hier haben wir ein paar Container und ein paar andere Sachen stehen. Und wir checken jetzt mal, wo die Container sind, die der Mike verkauft hat. Ob die gut zugänglich sind oder ob wir da irgendwie eine große Operation draus machen müssen. Und los geht's. Da hinten in der Ecke gesehen. Ach guck mal, da ist noch ein Highcube ganz hinten. Ja, ja, den war ich sogar ganz gedacht. Nicht verkehrt, was du hier alles findest. Sesam, öffne dich. Hoffentlich, ja. Nichts mit Sesam. Was ist für ein Schloss? Nichts Sesam. Ist hinten ein Fenster, wo man reingucken kann, oder? Nicht wirklich, aber oben ist eine Klinke an dem, oben rechts. Ja, normalerweise dann ja auch einfach nur Klinken, aber hier tut sich nichts. Ah. Ich gehe mal auf Weitersuche und probiere mal den oberen aufzumachen. Ich hatte zwei Stück hier, die sind alle jetzt auch weg. Ja, hier standen immer noch ein paar Leitern rum, jetzt halt auch nicht mehr. Du meinst, der kann mit dem kugelsicheren Container auch was anfangen? Ich meine, irgendwie was einschließen oder so, wie so ein Tresorraum? Ja, bestimmt. Gibst du mir mal ganz kurz die Zange oder bist du gerade? Sekunde, ich glaube, ich suche hier nämlich gerade eben den Schnapper. Weil wenn wir den Schnapper nämlich haben, dann. Guck mal. Sieh mal einer an. Ah, guck mal, hier auch. Au! Oh, das ist ja Deluxe, Mensch. Das ist ja viel besser als der Scheiß auf den Bildern. Also hier kannst du auf jeden Fall mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mann gleichzeitig duschen. Das sind Scheißhäuser hier. Das sind auch Scheißhäuser, okay. Weil das hier, hier sind Duschen. Ah, okay, weil das hier sind Scheißhäuser. Tada. Hat was, ne? Die stehen schon länger hier. Die sind auch schon länger auf unserer Webseite. Das läuft ja bei uns immer so, die Sachen, die stehen irgendwo, irgendeiner weiß, dass irgendwo was ist und dann ruft einer an und sagt, ich brauche sowas und irgendjemand von uns erinnert sich daran, ja, haben wir doch da, dann gehen wir mal gucken, wie es mittlerweile aussieht. Und das ist jetzt eins von den Sachen, die wir jetzt ausgebuddelt haben und die wird der Mike dann wahrscheinlich an den Kunden verkaufen. Gib mir mal kurz das Zänkchen. Ja, gerne. Wenn ich hier oben bin, gucke ich gleich mal hier rein. Also der da drüben sieht gut aus. Ah, und hier, oh, das ist auch nicht schlecht. Schöne Dusche. Hier ist noch ein weiterer Duschraum. Das ist immer hier mit so Vorhängen und dann der Kabine. Das macht insgesamt 1, 2, 3, 5, 6 Stück. Hier könnte man noch ein Urinal hin machen. Ansonsten hier Waschbecken. Auch zwei Container noch. So, super. Da haben wir das gleich aufgezeichnet. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Weißt du, was der Kunde damit vorhat? Ja, der geht damit nach Afrika. Der geht Gold suchen. Und der braucht natürlich auch Toiletten und Duschen. Er hatte jetzt zwei recht schlechte Container bei sich auf dem Hof, wo ich gestern da war. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe noch zwei Duschcontainer. Jetzt haben wir noch zwei Toilettencontainer gefunden. Wahrscheinlich genau das, was er braucht. Ne? Die gehen ja nicht mit 3, 4 Mann hin, sondern dann hättest du halt hier zur Not, reißt du alles raus und machst da halt noch einen Bodencontainer draus. Kannst du ja auch machen. Ist ja eh alles oben drauf geschraubt, also von dem her ideal. Kriegst ja keine Container mehr. Also haben wir zwei Duschen, zwei Toiletten. Das hintere müssen dann die Toiletten sein. Sieht stark schon aus. Hinten, ja. Oben, hinten, unten. So, hier ist wieder zu. So, die Leiter lassen wir einfach mal hier. Ja. Dann wissen wir, wo kommst du raus. Gucken wir jetzt mal, ob der Wheelbarrier. Warte mal, ich überlege gerade, das hier ist ein Werkstattkasten. Ja, genau. Und mal dem sagen, hier, pass auf, wenn da noch eine mobile Werkstatt brauchst.
Ja, warum nicht? Einfach gleich auch noch mit. Weil die Kühlcontainer, den hat er ja auch schon. Ja, genau. Okay. Hier haben wir noch eine mobile Werkstatt. Da ist eine Werkbank drin. Da hinten kommt eigentlich eine Klimaanlage dran, die fehlt. Vielleicht könnt ihr euch das noch irgendwie umbauen, sodass das Sinn macht. Und Abluft hat es auch. Vielleicht ist es ja auch noch ideal mit Regalsystem und so weiter. So, gut. Der Container hier zum Beispiel, den habe ich auch in der bekommen. Und das Ding ist halt gepanzert. Und man sieht es anhand der Scheiben, da ist auf jeden Fall mal ein Einschlag gewesen. Das Ding hält richtig was aus. So, wer da Interesse dran hat, der kann auch mal ganz gerne bei uns anrufen. Wenn er irgendwie ein Safe Place braucht, da kommst du so schnell nicht dran. Die Dinger sind einfach mega stabil. So. Und hier gibt es dann den Passierschein 35A. Und damit Bud Spencer dann nicht irgendwie austickt, haben sie hier noch ein Gitter vorgemacht. Das war jetzt aber schlecht, ne? Weil das war Obelix und Asterix Passierschein 35A, oder? Stimmt, und das mit dem Bud Spencer, das war hier so gut. Banana Joe, der seinen Ausweis haben wollte. Ja, genau. Stimmt. Ja. Vielleicht mal ein neues handelsübliches Fenster rein, die wird es ja bei jedem Fensterbauer geben. Obwohl, guck mal, die haben auch so Mitarbeiter wie wir. Heizung bitte anlassen, lesen und verstehen. Guck mal, entweder haben die das für uns gemacht oder die haben genauso Mitarbeiter. So, wie ihr seht, haben wir nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Container in allen verschiedenen Variationen. Wir haben Duschcontainer, wir haben Toilettencontainer, wir haben Materialcontainer in verschiedenen Größen. Die findet ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite und da sind dann alle Gewichte, Maße und Fotos drauf. Also schaut mal rein, wenn ihr irgendwas benötigt. Ich bin ein Ding, ne?